Ein Piratenlager auf einer uns noch unbekannten Insel ist der Ort, an dem wir erwacht sind. In der Rolle von Mida, beziehungsweise Maya. Die kleine Wikinger-Dame, die auf der Suche nach ihrem Bruder, Eric oder Kamio ist. Und dafür jetzt schon einige Bekanntschaften gemacht hat, insbesondere die kleine Wabelinde, die uns ja geholfen hat, hier aus unserem sicheren Kerker herauszukommen. Und jetzt haben wir die Erlaubnis, in die weite Welt zu reisen, die aussieht wie folgt. Hier, guckt nochmal auf die Karte. Ist das nicht schön? Das ist schick, oder? Da wollen wir jetzt was erfahren. Und deshalb begrüße ich euch hier und jetzt zu Folge 2 von Dragon Quest Treasures. Weiter geht's. Jo, was hat der denn hier noch? Was bin ich überquatscht? Da muss ich nochmal kurz Gehör schenken. Das Gerücht geht um, dass der Captain langsam die Geduld verliert, was Katzbalger betrifft. Es will ihm einfach nicht gelingen, einen lohnenswerten Schatz zu finden. Kein Wunder, dass der Captain unzufrieden ist. Arr, das ist gar nicht gut. Wir sollten Katzbalger unter die Arme greifen und ein bisschen rare Beute finden. Okay, also der Captain ist jemand anders unterstellt, wahrscheinlich einem Admiral, einem Offizier. Höherer Güte noch? Bin gespannt. Gurgelhain betreten wir. Und jetzt werden wir wahrscheinlich auch das erste Mal gleich die Kampfmechanik des Spiels kennenlernen dürfen. Können wir auch reinklettern. Ich guck mal kurz hier rein. Aha! Eine Schatzkiste. Wird mal geöffnet von uns. Eine Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Blitzschaden zufügt. Die Zickkugel. 8 Stück haben wir davon. So, Wabelinde, hättest gar nicht da unten rein schleimen müssen. Wir wollen nämlich weiter. Und uns hier über die Lande aufmachen. Da unten werden wir gesucht. Ja, ich weiß, da muss ich hin, aber ich will erstmal die Karte aufdecken und gucken, was hier in der Ecke noch lauert. Eine weitere Kiste nämlich. Da kann man so viel verpassen. Knisterkugel, eine Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Lichtschaden zufügt. Verschiedene Elemente, also. Oh, da können wir hier. Wow! Man kann hier runterspringen, alles klar. Ich wollte eigentlich vom Suizidkommando gleich absehen hier und in die Tiefen des spiegelnden Meeres nicht absickern. Wir sind von einem Wolkenmantel umgarnt. Alles klar. Schauen wir auf die Minimap, die sagt, da hinten ist was. Also gehen wir mal hier vorne hin. Und speichern den Fortschritt. Ein Draki. Und der Dolch ist gezogen. Und er hat auf uns abgesehen. Wir können mit X abrollen. Und mit Y zum Angriff schlagen. Und wir haben hier kein altbekanntes, rundenbasiertes Kampfsystem. Oh. Und das ist natürlich eine harte Nuss hier, ne? Können wir denn schießen von hier? Wabelinda guckt ihm zu. Ah, oh, verdammt, das tut weh. Alleine kommen wir nicht gegen an. Da bist du ja, meine kleine Lieblingsschatztigerin. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Ach, das kleine Schweinchen. Und was ist das? Du willst dich mit einem Draco anlegen? Da hast du dir für dein Alter ja ziemlich viel vorgenommen. Aber du musst es nicht ganz alleine schaffen. Schließlich hast du ein Monster dabei, das dir helfen kann. Lass es an deiner Seite kämpfen, dann stehen deine Chancen auf einen Sieg schon viel besser. Anfang fühlst du dich vielleicht ein bisschen überfordert, aber keine Angst. Jeder Kampf macht sowohl dich als auch deine Monster stärker. Wabelinda ist richtig kampfesgeil, merkt man hier, ne? Die will Blut sehen, glaube ich. Boah! Für die ist das ja ein Spaziergang wahrscheinlich gleich. Dann wollen wir doch mal sehen, was du und dein Monsterkumpel drauf haben. Okay. Wabelinda hilft jetzt mit auf in den Kampf. Monster, die sich deinem Team angeschlossen haben, kämpfen selbstständig mit. Arbeitet zusammen und erledigt eure Gegner. Süßer Klaps. Ja, so süß ist es doch nicht. Wir können auch die Schleuder jetzt benutzen. Okay. Jetzt ein bisschen mehr Schaden. Wir können auch mal andere Kugeln probieren. Wie wär's denn mal mit der Zickkugel? Wow, die macht Schaden. Ein Zickfaches an Schaden von dem, was die normalen Kugeln machen hier. Nicht schlecht.
Man merkt, Wabelinda ist nach dem Mord an einem Draco richtig, richtig gut drauf. Das hat ihr den Tag versüßt. Die wartet lieber durch Blut als durch Schlamm, glaube ich. Du hast es geschafft, das war eine beachtliche Leistung, aber lass es nicht dabei bewenden, ja? Wenn du stärker werden willst, musst du noch viele weitere Kämpfe ausfechten. Oh, aber wo sind nur meine Manieren? Wir wurden einander noch nicht offiziell vorgestellt. Ich heiße Porkus und bin auf der Suche nach einem ganz bestimmt besonderen Schatz. Eieiei. Oh, Midas Begleiter, Porkus. Ich freue mich zu sehen, dass du immer noch im Besitz des Drachendolches bist. Diese Dolche bergen eine gewaltige Macht, mit der du allerlei außergewöhnliche Dinge tun kannst. Tatoeba, also zum Beispiel, kannst du Visionen von Schätzen sehen, die Monster in der Nähe spüren. Aber damit nicht genug. Indem du ein bisschen deiner eigenen magischen Macht aufwendest, kannst du dich heilen. Nicht übel, was? Und wenn die Kräfte zweier Dolche kombiniert werden, tja, also dann können wahre Wunder geschehen. Warte, wo ist denn der blauäugige Junge, der den anderen Dolch aus der Erde gezogen hat? Nun also, er ist weg. Was, ihr habt euch aus den Augen verloren und er ist dein Bruder? Ach, na, das ist gar nicht gut. Aber macht dir nur keine Sorgen, wenn mich nicht alles täuscht, leistet ihm eine neue katzenhafte Freundin Gesellschaft. Trotzdem sollten wir die beiden nicht allzu lange ihrem Schicksal überlassen. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Immer noch psychomäßig und emotionslos. Wabelinda neben uns. Ach du meine Güte. Ah, und dieser nostalgische Flair, der uns in Form des Soundtracks hier in die Ohren säuselt, macht doch gleich die Freude in ein tausendfaches gehüllt hier. Wie ein Geschenk, was man aufmacht. Und da sehen wir hier lang. Oh, da ist doch schon der Captain Katzbalger. Oho, wenn das nicht meine neueste Rekrutin ist, was hast du denn so weit hier draußen verloren? Ist das ein Bekannter von dir, sagt Porkus? Er sieht interessant aus. Um eure Frage zu beantworten, wir sind auf der Suche nach Midas Bruder. Oho, so ist das. Hm, lass mich mal nachdenken. Hm, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich war auf dem Scharnautschberg, als ich ihn sah. Ein Junge mit blauen Haaren und blauen Augen. Kommt euch das bekannt vor? Oh, ja. Das muss er sein. Na los, gehen wir. Moment, nicht so schnell. Du kannst nicht einfach auf den Schnauzberg hinaufspazieren. Dort oben treiben alle möglichen wilden Monster ihr Unwesen. Ich kann dich unmöglich zu einem derart gefährlichen Ort aufbrechen lassen. Nicht ohne einen tapferen Führer und Beschützer. Und damit meine ich natürlich mich. Oh, Katzbalger? Höchstpersönlich? Admiral Katzbalger schließt sich der Gruppe an. Das ist aber sehr nett. Und darüber hinaus wird uns mein treuer Kamerad begleiten. Klebhart, der Schleim, schließt sich der Gruppe an. Ein hartklebender Schleim. Wir können den Himmelslift im Wald auf dieser Klippe benutzen, um zum Schnauzberg hochzufahren. Die Klippe ist zu steil, um hochzuklettern, aber da kommen unsere wabbeligen Wegbegleiter doch ins Spiel. Springe einfach auf den Rücken eines Schleims und nutze die Elastizität seines kugelrunden Körpers, um zum Klippenrand hochzuspringen. Hopp, hopp! Halte L gerückt und drücke AX oder Y, um die Spezialität eines Monsters zu benutzen. Um an schwer erreichbare Schätze ranzukommen, ist tatsächlich Teamarbeit gefragt. Zu hoch, dann auf dem Schleim, um raufzuspringen. Jede Monsterfamilie beherrscht eine spezielle Fähigkeit. Nimm verschiedene Monster in deiner Gruppe auf und finde heraus, welche Spezialitäten dir weiterhelfen. Unter anderem gleiten, sprinten, analysieren oder schleichen auch. Sehr interessant. So, mal gucken. Ah, so können wir das dann wählen. Nehmen wir dann zwei Schleims. Ich würde gleich mal gerne auf Wabelinda Platz nehmen, aber erstmal gucke ich. Was kann denn Kratzberger hier? Ja, nur hier erstmal Wabelinda. Oh, Wabelinda. Oh, hey, Wabelinda, meine Güte. Vielleicht das so oft wie möglich? Ah, alles klar. So komme ich dann da hoch. Was kann er denn hier? Hä? Kann ich auf ihn reiten? Oh, nicht so schnell, meine Liebe. Das ist nicht der Weg zum Himmelslift. Ja, ich dachte aber, du hilfst mir da vielleicht doch. Darf ich hier wirklich nicht? Darf wirklich nicht lang? Okay, okay, okay. Bei der zweiten Warnung höre ich in der Regel. Zack, hoch hier. Klebhart hilft uns hier hoch. Und wir müssen hier voranschreiten. Doch, da passiert was. Da ist was. Wir graben was aus. Okay, ein Schatz säumt hier?
Unseren Pfad? Na, wenn das nicht Schicksal ist. Ah, schöne kleine Box, ne Kiste. Ah, ein unbekannter Schatz, ein mysteriöser Schatz, dessen Art und Zustand erst noch untersucht werden müssen. Lass ihn begutachten, um seinen wahren Wert herauszufinden. Also haben wir auch noch einen Schatz, Schätzer sozusagen. Oho, du hast offenbar Beute gefunden, allerdings sieht sie nicht besonders wertvoll aus. Tja, der Wert von Dingen liegt im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Wie dem auch sei, was du da gefunden hast, nennt man für gewöhnlich einen Firlefanz. Es mag kein Spitzenschatz sein, aber du findest eventuell ebenso seltene Stücke, die es wert sind, in deine Sammlung aufgenommen zu werden. Dann nehmen wir halt den Firlefanz mit, ist auch okay, besser als nix. Bisschen Nippes hier. Oh. Das ist der Weg zum Lift. Irgendwo hochspringen, nee, ne? Die Tür rührt sich nicht. Das war ein großer Apparat hier. Verdammt nochmal. Leicht verrostet, aber lange funktioniert. Da wären wir. Das ist der Himmelslift, der uns bis an den höchsten Punkt der Insel bringen wird. Wir müssen nur an Bord gehen, um im Handumdrehen auf den Gipfel des Schnauzbergs zu gelangen, wo bestimmt dein Bruder auf uns wartet. Mann, das letzte Mal, dass ich mit so einem großen Lift gefahren bin, war ein Elden Ring. Ja? Das ist aber was ganz anderes hier. Deshalb, ich versuche mal den Mechanismus hier anzuleiern. Der Mechanismus sieht aber ziemlich alt und klapprig aus. Den Hebel betätigen? Ja. Machen wir mal. Ich hoffe, dass wir nicht abstürzen. Ach, das ist eine richtig, richtige Gondel. Schön. Und schnelle Schleudertipps gibt es übrigens auch, aber wisst ihr was? Das wissen wir schon. Ha! Klebhart und Wabbelinda zusammen mit Katzbeiger sind uns hierher gefolgt. Wer ist denn das hier? Hallo? Dann erschienen sie. Zwei goldene Drachenbesucher aus einem fernen, fernen Land. Sie waren es, die Träume und Sehnsüchte in unzählige Schätze verwandelt und über das Land verstreut. Oh, hallo, ich lese gerade einen Text über die Legenden hinter den vielen Schätzen, die es auf diesen Inseln gibt. Soll ich ihn noch einmal lesen? Nein, danke, ich hab's verstanden. Ich frage mich nämlich schon sehr lange, warum man ausgerechnet hier so viele Kostbarkeiten findet. Vielleicht bist du deshalb hier, um in diesem Land nach dem Schatz deiner Träume zu suchen. Wer bist du eigentlich? Wer ich bin? Meine Güte, das ist aber eine direkte Frage. Sagen wir einfach, ich bin jemand, den die reine Neugierde hierher geführt hat. Ich frage mich eher, wer du bist, meine Kleine. Ich heiße Mida und ich bin... Was? Ich bin scharf? Was? Du bist auf jeden Fall die hübscheste Schatzjägerin, der ich je begegnet bin. Nun, wer du auch sein magst, wir Menschen dürfen nicht vergessen, dass dieses Land den Monstern gehört, die hier leben. Wir sind lediglich Gäste. Ich weiß nur, dass dies ein Ort voller Geheimnisse ist und darum bin ich hier, um wenigstens einigen davon auf den Grund zu gehen. Wenn das so ist, gucken wir auch mal rauf. In das Monument wurde offenbar alte Runen von hier reingemeißelt, aber Mida wird nicht schlau aus ihnen. Deshalb hat sie uns die auch vorgelesen. Was bist du für einer? Quäh! Nein, da gibt's keinen Zweifel. Ich erkenne eine Schatzjägerin, wenn ich eine sehe. Krä! Ich sehe es in deinen Augen und anscheinend hast du sogar treue Helfer dabei. Krä! Danke. Aber gern doch, Krä! Wobei du meiner Meisterin bestimmt nicht das Wasser reichen kannst. Aber das muss dir nicht unangenehm sein. Meine Meisterin ist eine Klasse für sich. Achte also auf dein Benehmen, wenn du mit ihr sprichst. Krä! Das ist also ihr Monsterfreund. Ihr habt also andere Schatzjäger hier auch. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich fasse erstmal hier an. Ein Draco. Und eine Steinkugel. Ich muss mal ganz gut hier einmal mich ausruhen. Gucken, wie das funktioniert hier. Ah, Skadetta. Kaputt. Mal kurz hier. Die Schenkel hier auf den Boden legen. Dass die Spannung rausgeht. Und da haben wir einen Draco. Kann man schon aus der Ferne abfeuern. Aber ich muss jetzt nicht meine ganzen wichtigen Kugeln hier verscheuern. Wow, aua. Katschbar hilft mir aber ziemlich. Sieht ganz danach aus, als könnten wir hier Monster eingenistet haben. Und es riecht auch so. Da ist Vorsicht angesagt. Okay. Die vergessene Fabrik. Da wollen wir natürlich einen Blick reinwerfen. Drakus. Wow. Das verdient tatsächlich einen Stufenaufstieg, so scheint es zumindest. Plünderer Pranken und wabbliger Tackle hier.
Läuft doch ganz gut, oder? Können wir denn hier... vielleicht hoch? Hoppala! Ja, das geht. Auch wenn wir mit dem Kopf an der Decke stoßen. Und da ist der katzbuckelnde Captain. Der hängt da ein bisschen zu weit oben drin. Okay, ich lasse das mal lieber, bevor ich das Spiel hier kaputt mache. Die Tür rührt sich nicht. Suchen wir uns einen anderen Weg. Hoch wahrscheinlich. Aber erstmal nehmen wir noch den Kisteninhalt mit. Heilungskugeln. Können wir die Dinger hier, die Lampen von der Decke holen? Nee, ne? Weitere Drakus. Wow! Wir wollten uns gerade ins Menü hier entführen. Aber mit unserem Team macht das jetzt keine großen Probleme. Dafür sind zu wenig Gegner. Da können wir wahrscheinlich gleich rein. Ich gucke nochmal hier vorne. Antike Maschinen. Was wurde hier seinerzeit denn bloß gemacht? Jawohl. Coole Moves. Und ein Stufeaufstieg. Das ist es, was wir lieben. Sechs Kieselsteine. Also es lohnt sich auch hier tatsächlich den Blick rüber zu werfen und Sachen aufzudecken. Hier verbergen sich Schatten. Na komm. Klebert, wir gucken, was da drin ist. Eine Fauchkugel. Eine Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Feuerschaden zufügt. Sehr interessant. So, dann kämpfen wir mal gegen den Schatten hier. Der wird flachgelegt und tut sich hier ebenenmäßig auf den Boden setzen. So, versuchen wir wegzuschleimen. Ich zerstückel dich. Wie auch immer man hier gegen den Schatten kämpfen mag. Schattenboxen kennt man aber mit dem Dolch einschlagen. Na, das so einen Effekt hat, ich weiß ja nicht. Aha. Du kannst dies im Kampf nicht nutzen. Solange wir kämpfen, geht hier wahrscheinlich nichts. Feuer ich den mal von oben weg. Ach, sehr schön. Ein ziemlich unheilvoll aussehendes Gerät. Derzeit scheint es kaputt zu sein. Warum nur? Zu lange hier unberührt liegen gelassen, oder was? Auch hier. Alles unheilvoll daherblickend. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier unten durch die Tür noch gehen konnte. Denn da scheint es ja noch weiter hoch zu gehen. Und nach oben ist ja der Weg, den sie uns wahrscheinlich schicken wollen. Japp, die geht leider auch nicht auf. Schade. Dann eben hier hinauf. Wir machen einen Putzelbaum die Treppen hoch. Das will ich auch mal sehen. Eine Kunst für sich. Mag man meinen. Aber ich sehe schon Licht. Ein leichter Lichtschein? Oder ist das nur eine Illusion? Eine Kiste. Mit Kieselstein. Da drin. Und die Möglichkeit zu speichern. Das heißt, dahinter erwartet uns womöglich eine größere Gefahr. Wenn das nicht der beste Moment ist, hier einmal kurz den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das war's. Mit einer Säuselkugel, eine Schleuderkugel, die einem Gegner geringen Windschaden zufügt und einem wärmenden Feuerlein, wo wir uns mal schön nochmal hinflezen und sagen, das war's gewesen. Ihr dürft jetzt nochmal kommentieren, liken, abonnieren, falls euch geschieht, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst und das eben einschalten, wenn es weitergeht bei Dragon Quest Treasures. Und bis dahin, legt euch nicht ins Feuer rein und wartet schön ab, denn es wird spannend weitergehen und wir werden dann erfahren, was hinter dieser Tür steckt. Also dann, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.